Kennst du das? Du sollst einen kurzen Vortrag halten und deine Knie fangen an zu schlottern, dein Herz rast, deine Stimme überschlägt sich und dir bricht der Schweiß aus. Und bei deinem Kollegen sieht das alles ganz leicht aus. Genau dafür treffen wir uns bei Toastmasters. Bei Toastmasters üben und verbessern wir unsere rhetorischen und Führungsfähigkeiten. Dazu treffen wir uns zweimal im Monat in der Rhetorenschmiede. Unsere Meetings finden hybrid statt. Das heißt, sowohl online als auch vor Ort. Unsere Räumlichkeit ist wie geschaffen für den großen Auftritt auf der Bühne, genauso wie für das interessierte und entspannte Zuhören und sich Notizen machen. In vorweihnachtlicher Stimmung haben wir unseren Präsidenten Sven gefragt, was Toastmaster für ihn bedeutet und warum er in der Rhetorenschmiede ist. Lasst uns kurz reinhören, was er uns zu sagen hat. Liebe Toastmasters und Freunde der Rhetorik, viele Grüße und ein kräftiges Ho, ho, ho von der Rhetorenschmiede München. Toastmasters, das ist für mich persönliches Wachstum. Gerade die letzten Monate haben mir wieder einmal gezeigt, dass Kommunikationsfähigkeit, Feedbackfähigkeit und Medienkompetenz so wichtige Soft Skills für den beruflichen Erfolg sind. Ich habe mir die Rhetorenschmiede als mein Heimatverein ausgesucht, weil ich dort, jedenfalls meiner Meinung nach, von den Besten lernen kann. Wer uns einmal besucht hat, wird mit Sicherheit bestätigen können, dass man dort auf ehemalige Radiomoderatoren, Fernsehreporter, Stimmtrainer, Hochzeitsredner, Glückscoaches und viele weitere interessante Persönlichkeiten stoßen kann. Damit wünsche ich euch besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.